Was geht ab, meine Z-Fighter? Oder hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Außen vorweg, wir wissen, morgen kommt Dragon Ball Fighters. Ich habe mir die digitale Version geholt für die PS4. Deshalb kann ich das Ganze heute ab Mitternacht anzocken. Deshalb werde ich auch heute ab Mitternacht quasi oder eine Stunde davor ungefähr, eineinhalb Stunden davor, online gehen, live gehen. Ich weiß, es ist unter der Woche, nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf jeden Fall einschalten. Wie wird das mit Dragon Ball Fighters fungieren in der nächsten Zeit auf meinem Channel? Und zwar wird das so sein, dass ich in den Streams so schnell wie möglich die Story hinter mich bringen will und dann das teilweise hochladen werde, so quasi Let's Plays Part 1, 2 und so weiter und so fort. Und danach wird natürlich auf dem Kanal Content dazu kommen, sei es in jeder Art und Weise, Matches, Ranks, Guides und so weiter und so fort. Also da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Wenn ihr Bock habt, schaltet heute Abend ein. Anyways, im japanischen Dokkan Battle ist das neueste Update da, Update 3.10.1. Wir werden uns alle bisherigen Informationen heute anschauen und zudem, boom, eine neue Boss Rush Stage kommt auch ins japanische Dokkan Battle. Darauf haben viele gewartet. Wir wissen wirklich noch nicht, wir haben die Ingame News, die sehen so aus. Wir sind auf DBZ Space, davor Dokkan Reddit, Shoutout. Wir wissen dazu noch nicht viel, nur, also, was der Inhalt ist, was wir bekommen werden, dazu wissen wir gar nichts, nur wissen wir aus dem News, dass wir eine Boss Rush Stage bekommen werden. Hier ist auch ein Datum, hier ist eine kleine Periode, ich denke, da wird das Boss Rush Event nicht erhältlich sein und danach dann am 29. Januar, das ist die japanische Uhrzeit, heißt bei uns sollte das um 7 Uhr morgens ungefähr sein, am 29. Januar, dass dann das Ganze online kommt, wieder mit der neuen Stage hoffentlich. Wie gesagt, haltet da ein Auge offen, wenn es soweit ist, gibt es natürlich die ganzen Informationen dazu. Aber vorerst wissen wir, neues Stage für das Boss Rush Event kommt. Das wird cool. Auf jeden Fall, Update 3.10.1. Wir haben ein neues Icon für Dokkan Battle. So sieht das Ganze aus im japanischen Netz. Also wundert euch nicht, wenn da jetzt irgendwas anderes ist. Ich finde das cool, hat was mit dem 3-jährigen Jubiläum quasi. Gefällt mir das Icon, bin ich ehrlich. Aber kommen wir zu den Änderungen. Was hat es denn überhaupt geändert? Nun, zum einen wurden neue Skills hinzugefügt, das sind so Basic-Sachen, erstmal sage ich, wenn User-Interface ein bisschen geändert wird, neue Skills quasi hinzugefügt werden. Was man genau darunter versteht, wir haben auch nicht genau mehr Informationen dazu. Das sind, denke ich mal, mehr oder weniger so Bug-Fixes und neue kleine Features, die hinzugefügt wurden. Anyways, zweite ist, wir können jetzt nun bei den Charakter sehen, also quasi mehr oder weniger User-Face-Update, bei dem Charakter sehen, wie weit dieser im Dupe-System vorangeschritten ist, das sehen wir hier zum Beispiel, das jetzt links neben den Link-Skills, diese jetzt zum Beispiel auf 100%, also steht da 100% dran, heißt, wenn wir jetzt auf den Friend quasi klicken, um zu gucken, wie weit er im Dupe-System ist, klicken wir einmal hoch und sehen, ah, okay, so und so weit. Also ist eine nette Geste auf jeden Fall, ein nettes Feature, sag ich mal. Aber mehr oder weniger User Interface Update. Dann, etwas, was wahrscheinlich viele triggern wird, ein neues Capture-System. Capture-System bzw. Verifizierung gibt es jetzt nun im Japanischen für das japanische Dokkan Battle. Was ist das Ganze jetzt? Beispielsweise könnte das so aussehen. Ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt es bestimmt aus dem deutschen oder aus globalen Webseiten, sag ich mal, wo ihr verifizieren müsst, dass es sich bei euch nicht um einen Bot handelt. Da müsst ihr zum Beispiel auswählen, ja, da sind zum Beispiel, keine Ahnung, 4x4 Bilder oder so, und ihr müsst dann auswählen, die Bilder anklicken, wo ihr Läden seht, wo ihr Autos seht, nur und so weiter und so fort, diese Verifizierung. Das gibt es jetzt im japanischen Dokkan Battle. Was heißt das für uns? Heißt Rest in Peace Rerolls. Quasi Rerolls werden nicht mehr so möglich sein in der Art, es sei denn, man buggt, hackt es oder irgendwie irgendwelche Emulatoren werden rausgehauen, irgendwelche Mods, Bots kann ich mir vorstellen, aber vorerst mit Reroll wird quasi nichts vor sich ausgedrückt. Ich kenne mich mit dem ganzen System nicht sehr gut aus, Leute, wenn ihr euch da mehr auskennt, lasst es mich vor allem und euch auch selbst, alle anderen, in den Kommentaren wissen, aber ich habe so verstanden quasi, dass ihr euch verifizieren müsst und dann Rerolls quasi nicht mehr möglich sind immer und immer wieder. Ja, so viel dazu, aber ich denke, irgendwie wird man das dann halt irgendwie umgehen können, sag ich mal, früher oder später. Anyways, dann, periodisch werden jetzt auf jeden Fall die Stamina, wir wissen, ein Stamina-Punkt in Dokkan Battle regeneriert sich jede 5 Minuten. Aber für das 3-jährige Jubiläum wird das runtergesenkt, heißt, wir bekommen ab heute ein Stamina-Punkt. Regeneriert sich je 3 Minuten. Also bekommen wir alle 3 Minuten einen Stamina-Punkt zurück statt 5 Minuten. Das Ganze ist jedoch aber
Ja, wo habe ich das hier? Boom. Das Ganze hat jedoch ein Datum, also das ist jetzt nicht permanent für immer, sondern das fängt ab heute an, wie gesagt, nach der Wartung, also schon online, und geht bis zum 6. März, 17 Uhr. Wenn das PCT-Zeit ist, dann ist das 24 Uhr unserer Zeit. Genau, nee, 2 Uhr nachts unserer Zeit, sorry. 1 Uhr, 2 Uhr nachts unserer Zeit. Anyways, ist es quasi periodisch und geht bis Anfang März. Heißt, könnt ihr euch merken, jede dritte Minute bekommt jetzt nun ein Stamina-Punkt zurück, statt jede fünfte Minute. Dann wurden quasi ein paar Bugfixes gab es, genau. Ein bisschen kleine Gesten wurden noch hinzugefügt, sag ich mal. Neue Background-Bilder sind jetzt hinzugefügt worden. Endlich so quasi, ja, haben das geupdatet. Jetzt sind auch die LRs, wenn man irgendwas herunterlädt im Spiel, auf dem Background und so weiter und so fort. Zudem, ganz easy, können wir uns auch ganz kurz angucken, gibt es ein neues Intro-Trailer für das 3-jährige Jubiläum. Ja, guck, schau einfach mal rein, let's go. Ja, das ist quasi so ein Rückblick, was da abging, ja, im ersten Jahr. Aber wenn ihr euch das mal anguckt, was war das für Banner? Das war das erste Jahr in Dokkan Battle und wir waren in Zenga. Broly, ich konnte ihn im Leben nicht besiegen. Dann kam das Einjährige, Leute, mit Super Gogeta, The Game Changer. The Game Changer, LR Goku kam, da hat das Ganze erst angefangen. Das ist aber schon so lange her. Wir sind jetzt schon im dritten Jahr in Japan Dokkan Battle. Das ist insane. Also gar kaum zu glauben, wie schnell das her ist. Dann, boom, der Countdown zum Zeigen. Wissen wir alle Bescheid. Die Vierfachen kamen. Oh mein Gott. Wenn ich das angucke, bekomme ich gleich Gänsehaut. Also, Gogeta kam dann für 200 Millionen Downloads. Im Japan Dokkan Battle, klar. Wirklich klar, also krank, wie schnell die Zeit vergeht. Und jetzt Purunga erscheine zum 3-jährigen Jubiläum. Lecker. Das wird auf jeden Fall geil. Wir wissen, Leute, Countdown ist momentan online. 3-jähriges Jubiläum findet in 4 Tagen statt. Haltet da auf jeden Fall ein Auge offen. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wenn, wie gesagt, neue Informationen rauskommen, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Aber ab heute an haben wir noch 4 Tage. Am 29. Januar beginnt das 3-jährige Jubiläum. Und da sind wir auf jeden Fall alle gespannt, was da abgeht. Bis dann, Leute. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.